Hallo und guten Abend zusammen. Ich freue mich, dass Sie heute alle da sind, auch hier im Publikum. Wir senden heute live aus der Hertie School of Governance in Berlin, um gemeinsam die ersten Ergebnisse dieser so schicksalshaften Wahl für Europa zu diskutieren. Und dazu begrüße ich erstmal unseren heutigen Gastgeber Hendrik Enderlein, Präsident und Professor für politische Ökonomie an der Hertie School of Governance sowie Direktor des Jacques Delors-Instituts in Berlin. Die Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Außenwärtige Politik in Berlin, Claire Dimmes-May. Die Professorin für europäische Politik, ebenso hier an der Hertie School of Governance, Christine Reh. Und den Journalist Jacek Lepjasz, der aktuell für die Deutsche Welle in Berlin arbeitet. Wir sehen ja hier, Sie sehen es auch, aktuell die Ergebnisse für die deutschen Wahlen. Herr Enderlein, die Volksparteien, die CDU und auch die SPD haben wirklich radikal verloren. Anders kann man es nicht formulieren. Dahin hingegen sind die Grünen die großen Gewinner. Diese haben sich immer für einen ganz klaren proeuropäischen Kurs ausgesprochen. Warum fällt das der Bundesregierung so schwer? Ich glaube, dass wir in Europa schon über einige Jahre eine Neuordnung des politischen Spektrums sehen. Dass die klassische Teilung zwischen links und rechts ergänzt wird, in manchen Ländern ersetzt wird, durch eine Achse von proeuropäischer gegenüber neonationaler Grundausrichtung. Und wir haben das in Frankreich gesehen, wo Emmanuel Macron mit seiner jenseits von Links- und Rechtshaltung im zweiten Wahlgang Marine Le Pen gegenüberstand. Wir haben es in Österreich bei der Präsidentschaftswahl gesehen, als ein grüner Kandidat einem FPÖ-Kandidaten gegenüberstand. Und man merkt, Deutschland tut sich schwer mit dieser Neuordnung. Die beiden Volksparteien, SPD, CDU, CSU, waren in den vergangenen Jahren, nicht in den letzten Wochen, in den vergangenen Jahren, was die Euro-Krise betrifft, was die Digitalbesteuerung betrifft, was die Gesetze oder die Richtlinien auf europäischer Ebene zu Datenpolitik betrifft, nicht immer ganz klar positioniert. Und das führt dazu, dass eine Kraft wie die Grünen, die sich sehr klar positioniert haben in den letzten Monaten, dann plötzlich als die proeuropäische oder progressive Partei nach vorne geht. Und das sehen wir dann eben in den Ergebnissen. Was glauben Sie denn, was das jetzt für die deutsche Innenpolitik bedeutet? Kann sich diese Regierung überhaupt noch halten? Wir müssen das Ende des Abends mal abwarten. Wenn wir im Augenblick ungefähr noch mal bei 15,5, 15,6 sind für die SPD und es stärker auf 16 zugeht, glaube ich, ist das was anderes, als wenn man unter die 15% fällt. Das sind dann auch symbolische Marken. Insgesamt glaube ich, dass in der SPD doch einige Stimmen ertönen werden, die sagen, wir wollten nicht in diese große Koalition. Wir haben immer gesagt, dass in dieser großen Koalition die Zukunft der Partei auf dem Spiel steht. Und jetzt sieht man die Quittung. Eine Partei, die den neuen Aufbruch für Europa auf den Koalitionsvertrag auf die Titelseite schreibt, noch vor Deutschland, und dann mit einem solchen Ergebnis bei der Europawahl abgestraft wird, muss sich ernsthafte Fragen stellen. Und ich glaube, die Fragen werden jetzt kommen. Der Koalitionsvertrag sieht eine Neuevaluation der GroKo vor, noch in diesem Sommer oder Herbst. Und es gibt ja auch Stimmen in der CDU, die in die Richtung argumentieren, den Machtwechsel Merkel zu AKK lieber jetzt als bis 2021 warten. Also ich glaube, wir haben lebendige Monate vor uns in der Politik. Und niemand darf vergessen, da Deutschland in der zweiten Jahreshälfte 2020 die EU-Ratspräsidentschaft hat, wird man in dem Jahr wahrscheinlich keinen Kanzlerwechsel oder keinen Regierungswechsel vollziehen können. Also da, ich glaube schon, es gibt zumindest die Möglichkeit, dass wir in diesem Jahr noch auf Neuwahlen in Deutschland zusteuern. Und gerade noch mal insbesondere Richtung SPD geblickt, geht dieser Neuanfang, wenn er denn dann kommt, überhaupt noch mit der jetzigen Führungsriege? Wahrscheinlich muss man heute in der SPD sagen, dass viel auf den Prüfstand gestellt wird. Die GroKo-Teilnahme, auch Teile im Personaltableau. Wobei ich nicht glaube, dass das Personaltableau in der SPD heute der entscheidende Faktor ist. Sehen Sie, die Partei hat so viele Veränderungen in der Parteispitze gehabt in den letzten Jahrzehnten, muss man fast sagen. Das ist nicht das, was die Wähler abschreckt oder was sie antreibt, dass man sagt, man will eine andere Person haben. Es geht um die Grundausrichtung der Partei in der Frage, wie stehen wir zu Europa, wie stehen wir zu sozialer Gerechtigkeit. Und da hat man das Gefühl, die Partei ist in den letzten Jahren eher auf einem Schlingerkurs als auf einer ganz klaren, geraden Linie, die eben die Grünen im Augenblick einfach besser über die Rampe bringen.
Und verlieren vielleicht die bisherigen Volksparteien gerade deshalb an Zustimmung, weil sie keine überzeugenden Antworten mehr auf die neuen Fragen unserer Zeit finden? Zum Beispiel darauf, wie wir den Klimawandel radikal bekämpfen können? Wenn man heute Abend bei der SPD zugehört hat, hat, glaube ich, jeder Spitzenpolitiker über Klimapolitik gesprochen und dass die SPD so eine Klimapartei ist. Da merkt man, ja, die reagieren sofort auf das sich veränderte Spektrum in der politischen Landschaft. Dass die CDU, CSU in den letzten Tagen keine wirklich gute Figur abgegeben hat, weil YouTube Neuland war, das muss man einfach so mitnehmen und sehen. Ja, die Parteien haben sich weiter entfernt von jungen Menschen. Aber das tut uns gut. Fridays for Future, Riso, andere Diskussionen, Kevin Kühnert mit allem, was ihn antreibt, das bringt Neues in die Politik. Ob das gut ist oder schlecht ist, werden die Wahlen zeigen, aber zumindest passiert endlich was nach Jahren der asymmetrischen Demobilisierung, die ja auch viel kritisiert worden ist, gerade in der Politikwissenschaft. Wie optimistisch sind Sie denn mit Hinblick darauf, ob es jenseits dieser inhaltlichen Auseinandersetzung jetzt auch bei SPD und CDU, sage ich mal, die Möglichkeit überhaupt gibt, anders zu kommunizieren, sich auf eben diese neue Mobilisierung, Sie sagten es bereits, Fridays for Future etc. einzulassen? Wie hoch ist das Potenzial, dass da tatsächliche Antworten gefunden werden, um diese Anschlussfähigkeit eben an die junge Generation herzustellen? Die großen Volksparteien vor allem müssen lernen, dass man eine breite Bevölkerung vor sich hat, die nicht mehr den klassischen Typus Berufspolitiker sehen möchte. Und viele der Politiker, die wir heute haben, sind über Jahre in den Parteien groß geworden und kommunizieren einfach ganz anders. Und klar, wo die Grünen auch einen Vorteil haben, ist, dass zwei Persönlichkeiten wie Annalena Baerbock oder Robert Habeck einfach ganz anders rüberkommen. Und solche Personen gibt es in der SPD, solche Personen gibt es in der CDU. Sie sind vielleicht nur nicht ganz vorne. Und ich bin gespannt, wie sich Annegret Kramp-Karrenbauer entwickelt, weil Annegret Kramp-Karrenbauer sicherlich eine Persönlichkeit ist, die anders spricht, die auch ein bisschen anders denkt. Damit eckt sie im Augenblick auch an. Wenn man mit ihr einen persönlichen Dialog hat, dann ist das so, wie wenn man mit einer Nachbarin spricht, einer ganz normalen Person. Ich bin gespannt, was das politische Berlin mit ihr machen wird in den nächsten Monaten. Aber insgesamt, glaube ich, sind Nicht-Politiker oder Personen, die ein bisschen anderes Profil haben im Augenblick, die bei jungen Menschen vor allem, aber insgesamt in der Bevölkerung besser ankommen als die klassischen stromlinienförmigen Berufspolitiker, die wir brauchen, die wir auch immer haben werden, aber die heute einfach weniger Attraktivität auslösen. Frau Reh, glauben Sie, sage ich mal, in die breite Masse geblickt, dass, wenn wir sie so nennen wollen, die etablierten Parteien schon eine Antwort auf das digitale Zeitalter gefunden haben oder darauf auch, wie man die Europäische Union neu erfinden müsste? Also ich sehe das genau wie Herr Enderlein, dass die Grünen und der Erfolg der Grünen zumindest hier in Deutschland ein Zeichen dafür ist, erstens, dass die großen Parteien, die ja oft auf den Druck von rechts reagiert haben mit Ruck nach rechts, mit Sorge, Wähler an rechts zu verlieren, mit Sorge, Wähler an das antieuropäische Lager zu verlieren, glaube ich, vor dem Wahlerfolg der Grünen erkennen müssen, da liegt ein großer Teil der Zukunft. Junge Menschen vielleicht wandern zu den Grünen ab, aber vielleicht nicht nur junge Menschen, traditionelle SPD-Wähler wandern vielleicht an die Grünen ab, die gute Antworten haben ja auf Politiken, nicht nur im Bereich, oder Antworten haben, nicht nur im Bereich Klimawandel, sondern auch Fragen von Sozialpolitik, Fragen von Europa und die sich ganz, ganz klar für die Europäische Union ausgesprochen haben. Was mir über alle Parteigrenzen hinweg gut gefällt, ist, dass die Grünen Politiken vertreten, in denen das EP Kompetenzen hat. Es geht bei den Grünen ja nicht nur um Pro-Anti-Europa, es geht bei den Grünen um Klimaschutz, es geht bei den Grünen um Umweltpolitik. Und dazu kann sich das Europäische Parlament ja äußern. Dazu hat es Kompetenzen und das finde ich eine sehr positiven Ausgang dieses Abends, zumindest auf deutscher Seite, dass die Wähler, glaube ich, nicht nur pro-Anti wählen, das auch, aber auch eine Partei, die Politiken und Ideen zu Politiken vertritt, zu denen das EP eine Meinung hat und eine Meinung haben wird. Herr Lipiacz, die ersten Zahlen für Polen werden wir uns gleich noch anschauen. Aber auch hier ist das pro-europäische Parteienbündnis, die sogenannte Europäische Koalition, für die PiS-Partei zumindest ein ernstzunehmender Gegner. Zeichnet sich hier in Polen auch ein ähnlicher Generationskonflikt ab? Also wir haben in Polen ein Kopf-an-Kopf-Rennen, so sagen jedenfalls die Umfragen zwischen dem Regierungslager, der eigentlich europaskeptisch ist, obwohl verbal
Kaczyński und die Peace-Partei Europa schätzen, vor allem das Geld aus Europa, aber nicht nur. Dieses Regierungslager träumt aber von einem Europa wie zu Zeiten von Adenauer und de Gaulle. Vom Europa der Vaterländer, wo die Europäische Kommission kaum eine Rolle spielt, wo die Staatsmänner, die Staatschefs über alles entscheiden. Die sehr breite proeuropäische liberale Koalition ist ein ernstzunehmender Gegner. Ich würde aber das in Polen nicht als einen Generationskonflikt bezeichnen, weil in den Parlamentswahlen vor 3 Jahren, als die Nationalkonservativen an die Macht kamen, haben vor allem junge Leute auf diese Partei gestimmt. Das heißt, sehr viele junge Leute in Polen wählen rechts, wählen konservativ. Die wollen ein Europa, aber ein anderes Europa. Und wie groß ist der Mobilisierungsfaktor Klimapolitik in Polen? Ist das ähnlich groß debattiert wie auch zum Beispiel jetzt aktuell in Deutschland oder Frankreich? Also von vielen wird diese Umweltpolitik, Klimapolitik als eine deutsche Verschwörung interpretiert. Die polnische Industrie, die auf der Kohle zu 95% basiert, zu schwächen. Aber wir haben in Polen eine neue Partei, eine Bewegung, Wiosna, Frühling, von einem jungen Politiker, der sich offiziell als homosexuell geoutet hat, der diese Themen, unter anderem Umweltschutz, sehr hoch stellt. Und diese Partei, diese neue Bewegung, hat sofort so um 10% bekommen. Das heißt, dieses Thema ist wichtig. Einige Forderungen wie alle Kohlegruben bis 2035 zu schließen, sind völlig unrealistisch unter polnischen Verhältnissen. Aber das Thema zieht auch in Polen an. Frau Dümmes-May, wir sehen jetzt hier aktuell die Zahlen für Frankreich. Die Partei Marine Le Pen liegt ganz knapp vor der Macrons. Was glauben Sie, das sind natürlich noch nicht die endgültigen Ergebnisse, da kann sich ja noch was tun, aber durchaus ein Kopf-an-Kopf-Rennen erkennbar. Hat vielleicht auch Marine Le Pen mit ihrem sehr jungen Spitzenkandidaten es geschafft, die junge Wählerschaft zu mobilisieren? Also ich denke nicht, dass es in Frankreich so entscheidend war. Natürlich ist er jung, aber wir dürfen nicht vergessen, dass Marine Le Pen und früher der Front National, heutzutage der Rassemblement National, viel Erfolg hat in der jungen Bevölkerung des Landes. Und das ist überhaupt nicht neu. Und Wodurch erklären Sie sich das, gerade dieser Erfolg eben bei der jungen Generation? Ja, also in Frankreich muss man sehen, dass es eine Kluft gibt, weniger zwischen jungen und alten Wählerinnen und Wählern, sondern eher zwischen gut ausgebildeten Menschen und weniger oder schlecht ausgebildeten Menschen. Und die gut ausgebildeten Menschen sind proeuropäisch, sind engagiert, gehen auch zur Wahl. Oder auch nicht. Und in der Bevölkerung, wo Menschen weniger studiert haben, gar nicht studiert haben, arbeitslos sind oder Probleme haben auf dem Arbeitsmarkt, da sieht man ein Reflex vom Protest. Also das ist wirklich politischer Protest. Entweder gehen sie nicht zur Wahl oder sie gehen, um zu protestieren. Das heißt, Rassemblement National von Marine Le Pen oder la France Insoumise von Jean-Luc Mélenchon. Also an beiden Extremen vom politischen Spektrum. Mm-hmm. Sie sprachen die Proteste gerade an. Ist der Rassemblement National dann jetzt auch so stark geworden, weil Marine Le Pen die Wahl zu einer innenpolitischen Abstimmung erklärt hat?
Ja, also Marine Le Pen hat in der Tat diese Wahl als innenpolitisches Thema präsentiert. Das war für sie eine Wahl, ein Referendum gegen Emmanuel Macron, gegen den Präsidenten. Aber nicht nur sie, sondern auch die Bewegung der Gelbwesten hat auch gesagt, so, es geht jetzt darum zu zeigen, wir sind gegen diese Politik, wir sind gegen den Präsidenten und zwar mit Wut. Also das geht weiter als Protest. Ich möchte nur daran erinnern, dass diese Ergebnisse, also wir müssen sie auch mit den Ergebnissen von der Europawahl von 2014 vergleichen. Und damals hatte der Front National von Marine Le Pen 25% der Stimmen bekommen. Das heißt, das ist vergleichbar. Dieses Jahr oder heute Abend, wenn diese Zahl bestätigt wird, das ist sogar ein bisschen niedriger als vor 5 Jahren. Vielleicht eine Ergänzung. François Hollande war frisch gewählter Präsident 2014, ähnlich wie Emmanuel Macron immer noch recht frisch gewählter Präsident ist. François Hollande hat 14% für die Sozialisten geholt in der Europawahl 2 Jahre nach seiner Wahl zum Präsidenten. Das heißt, es ist auch traditionell eine Abstrafwahl in Frankreich, wo man jetzt sieht, Macron hat sein Ergebnis aus der ersten Runde der französischen Präsidentschaftswahl knapp gehalten. Er war bei 24%, jetzt ist er bei 22,5. Also man ist fast da. Und ich glaube, dass gerade im Lager von Macron das auch doch noch mit ein bisschen Erleichterung gesehen wird, dass man nicht unter die 20% gefallen ist und dieses direkte Absprachen hat. Es ist eine relative Stabilität in diesem Ergebnis in Frankreich. Das stimmt. Also ich finde die Vergleiche, beide Vergleiche sehr wichtig. Und trotzdem war es sowohl für, oder ist es sowohl für Marine Le Pen als auch für Emmanuel Macron zu sehen, wie groß der Unterschied ist. Und das ist zwar ein Symbol, aber psychologisch gesehen und dann auch politisch gesehen, weil Politik viel mit Psychologie zu tun hat, ist das wichtig, dass der Rassemblement National vor Renaissance oder vor La République en Marche liegt. Das ist wichtig. Wie hoch stehen denn jetzt noch die Chancen von Macron, seinen pro-europäischen Kurs fortzusetzen, insbesondere angesichts der immer noch fehlenden Unterstützung der deutschen Bundesregierung? Naja, das ist eben der Punkt. Das hängt weniger von der Innenpolitik ab, jetzt im Moment, als auch von Bündnissen innerhalb von Europa. Und wir müssen sehen, wie die Sitze im Europaparlament sind und wie die Kräfte sind. Also wie eine Koalition dann möglich ist. Aber entscheidend ist, wie die Ergebnisse auch in anderen europäischen Ländern sind. Herr Enderlein, Sie kennen Herrn Macron ja persönlich. Wie sauer ist er darüber, dass die deutsche Bundesregierung immer noch nicht sich entsprechend proeuropäisch gezeigt hat? Er spricht, der französische Präsident ist kein Freund mehr, der spricht nur für sich selbst. Was ich von seinen Beratern höre und aus dem Umfeld ist sehr eindeutig. Der Satz, Frankreich hat keine Unterstützung von Deutschland bekommen, den schieben die inzwischen weg und sagen, wir sind ein souveränes Land, wir brauchen gar keine Unterstützung von Deutschland. Wir haben unsere eigene politische Linie, die werden wir über den Europäischen Rat, über die Europäische Kommission, über unsere Parlamentsrepräsentanz im Europäischen Parlament jetzt versuchen durchzusetzen. Und man geht jetzt von dieser symbolisch deutsch-französisch hochgejubelten Rote-Teppich-Allianz immer stärker in die harte Arbeit miteinander. Deutschland und Frankreich waren immer stark auf dem roten Teppich und immer schwach in der Umsetzung. Und ich glaube, Frankreich hat gemerkt, dass man jetzt eben Interessenspolitik betreiben muss, weil man nicht damit rechnen kann, dass Deutschland irgendwelche Geschenke macht. Ich glaube, damit hatte vielleicht auch niemand wirklich gerechnet, aber wir alle müssen uns daran gewöhnen, ja, die beiden ringen jetzt miteinander. Das ist ein Wort, das die Bundeskanzlerin verwendet hat. Wir ringen häufig miteinander und vielleicht ist das auch genau für die Politik das, was wir brauchen. Aber welches politische Instrument auf europäischer Ebene könnte denn so einen Durchbruch darstellen? Stichpunkt zum Beispiel Digitalsteuer, da hat sich Deutschland bisher quergestellt. Sehen Sie da Chancen, dass in der nächsten Legislaturperiode da tatsächlich etwas stattfindet? Die Digitalsteuer ist, glaube ich, sehr spät gekommen in der Legislaturperiode und da war man schon halb im Europawahlkampf drin. Macron gehört nie zur SPD oder zur CDU. Ich habe mit Personen, Claire de Mesmer wahrscheinlich auch, die anderen auch, wir reden alle mit Personen, die sagen, Macron ist keiner von uns. Das hören Sie aus der SPD, aus der CDU, selbst von den Grünen. Und deshalb tut man sich so schwer damit, mit ihm eine Allianz zu schmieden und zu sagen, wir
setzen gemeinsam etwas politisch durch, wofür wir dann beide Punkte einsammeln. Und das ist deshalb, glaube ich, im Wahlkampf schwierig gewesen. Wenn wir die neue Kommission haben, und das wird schwer, wenn dieses Parlament steht, dann wird man, glaube ich, noch mal ganz neu zählen müssen. ALDE kann eine große Fraktion werden. Die Sozialisten mit Labour, wir warten auf die Ergebnisse im Laufe des Abends, könnten sogar fast bis an die EVP heranreichen. Die Frage ist, wie stark ist Weber ohne die ungarische Unterstützung von Fidesz? Stößt Syriza, die Tsipras-Partei, zu den Sozialisten hinzu? Das macht alles noch mal 9, 10, 11, 12 Stimmen nach oben oder nach unten bei den großen Parteien aus. Und deshalb glaube ich nicht, dass wir heute Abend einen klaren Wahlsieger sehen werden. Frau Reh, mit Hinblick auf Großbritannien. Die Nachwahlbefragungen werden dort erst ab 23 Uhr deutscher Zeit veröffentlicht. Sie haben aber schon seitens Ihrer Kollegen einige, sage ich mal, Durchschnittswerte bekommen. Da liegt die Brexit-Partei, also die Partei Nigel Farage, auf dem ersten Platz. Haben Sie das erwartet? Ich würde gerne noch einen Punkt machen im Anschluss an Ihre Frage zu Macrons proeuropäischen Initiativen. Ich denke, was wir sehen werden im Europäischen Parlament, auf jeden Fall im Neuen, egal wie jetzt wirklich die Ergebnisse konkret ausfallen, ist ein stärker fragmentiertes und ein stärker polarisiertes Parlament. Wir sprechen ganz viel von den Euroskeptikern. Wir werden aber auch einen großen Zuwachs an sehr proeuropäischen Stimmen sehen. Und da sehe ich so ein bisschen die Gefahr, dass sozusagen das Parlament in die Ränder ausdriftet, nicht nur ins antieuropäische Lager, sondern ins proeuropäische Lager. Und dass wir da so ein bisschen so die doppelte Enttäuschung sehen der Wähler, sowohl der sehr skeptischen als aber auch der proeuropäischen. Denn was wir sehen werden, oder der sehr proeuropäischen, denn was wir sehen werden, um wirklich Gesetze durchzubringen, sind sehr super große Koalitionen, ne? Mitte rechts, Mitte links, oft noch die Liberalen und die Grünen dabei. Das heißt, ich glaube, das wird eine Herausforderung werden für das Parlament, seinen Wählern und Wählerinnen gerecht zu werden. Ich denke, es wurde erwartet, dass die Brexit-Partei vorne liegt. Man muss dazu sagen, genau wie die Kollegin gesagt hat, UKIP hat auch 2014 die Wahl in Großbritannien gewonnen und mit dem Wahlsieg den Brexit oder das Brexit-Referendum beschleunigt. Das heißt, das ist jetzt auch nichts ganz Neues, dass eine antieuropäische Partei in Großbritannien gewinnt. Die Brexit-Partei liegt mit den um die 2,33 in den letzten Durchschnittsumfragen, Labour bei um die 20, die Liberaldemokraten bei um die 16. Genau wie in Frankreich wird die Wahl natürlich als Proxy-Vote für das, was sich auf nationaler Ebene abspielt, gesehen. Und was interessieren wird, ist am Ende natürlich die Prozentzahl für die Brexit-Partei, aber auch die kombinierten Prozentzahlen der Parteien, die sich sehr klar für ein zweites Referendum, für das People's Vote aussprechen. Das wird so im Moment, also wir wissen, die Briten veröffentlichen die Exit-Polls erst um 23 Uhr, wenn das letzte Wahllokal schließt. Was wir wissen, ist, dass der Turnout die Wahlbeteiligung hochgeht und das wohl vor allem in Gegenden, die Remain gewählt haben. Ob das jetzt wirklich zum stärkeren Liberaldemokraten oder Change UK oder Labour führen wird, unklar. Aber der Turnout geht hoch und in bestimmten Gegenden. Mhm. Um 23 Uhr wissen wir mehr. Dann wissen wir mehr, das stimmt. Sie sagen, es sei keine große Überraschung und das stimmt natürlich auch schon. Bei der letzten Wahl sind Sie stärkste Kraft geworden. Dennoch, wir blicken ja hauptsächlich mit Fassungslosigkeit auf den Brexit-Prozess. Ist die Partei von Nigel Farage also trotz oder gerade wegen des schleppenden Austrittsprozesses so stark geworden? Ich denke, wenn man sich die Prozentzahlen anschaut, dann sieht man das Land so polarisiert, wie es ist. Ja? Ein Drittel sehr pro-Brexit, ein Drittel sehr anti-Brexit, der Rest irgendwo dazwischen und Labour mit unklarer Position. Also ich finde, sagen diese Vorhersagen oder die Voraussagen für die Europawahl wenig überraschend in Großbritannien. Spiegeln das wieder, was sich abspielt im Land? Was man in Großbritannien sieht, ist auch wieder diese Teilung zwischen offen und geschlossen. Tories und Labour wurden komplett zerrissen in der Mitte von dieser Frage pro Europa oder nicht. Und was man jetzt sieht, ist, dass die Brexit-Partei eben klar auf die antieuropäische Stimmung im Land setzt. Was mich eher überrascht hat, und das wäre auch nochmal eine Frage, ist, warum die Lib Dems so schwach sind. Oder vielleicht sind sie heute Abend auch gar nicht mehr so schwach, wenn wir die Ergebnisse bekommen. Ja. Aber dass sie es nicht geschafft haben, die Pro-Remain-Stimmen in Großbritannien auf sich zu vereinen. Ja. Ich bin gespannt auf das Lib Dem-Vote. Es gab erste Vorhersagen, dass Islington, was ja Jeremy Corbyns Wahlkreis ist, an die Liberaldemokraten geht. Wahrscheinlich geht ganz London an die Liberaldemokraten. Wir werden das sehen. Ja. Trotzdem jetzt nochmal mit Blick auf die Tories. Theresa May hat jetzt ihren Rücktritt bereits angekündigt.
Wer wird jetzt Ihr Nachfolger? Und wird das möglicherweise, wie viele ja befürchten, der absolute Hardliner Boris Johnson? Und was bedeutet das dann für den weitergehenden Prozess des Brexits? Ich wollte vielleicht noch ganz kurz noch einen Punkt zu Labour machen und zu der Zerrissenheit. Labour hat 2014 bei den Europawahlen und 2017 bei den General Elections im UK besonders gut abgeschnitten und am besten abgeschnitten in den härtesten Leave-Wahlkreisen und in den stärksten Pro-Remain-Wahlkreisen. Und ich glaube, da sieht man das absolute Dilemma der Labour-Partei und das wird noch ganz interessant, wenn wir potenziell auf eine General Election herauslaufen. Die beiden Favoriten im Moment um die Nachfolge von Theresa May sind Boris Johnson und der in der Tat noch sehr viel Hard-Brexiteer Dominic Raab, die liegen im Moment vorne. Bei Boris Johnson ist einfach die Frage, es ist ein zweistufiger Wahlprozess bei den Konservativen, ob Boris Johnson an der parlamentarischen Partei vorbeikommt. Die parlamentarische Partei stellt eine Liste von zwei Kandidaten auf, die dann der Basis präsentiert werden zur Stichwahl. Wenn Boris Johnson in die Stichwahl kommt, ist er auf jeden Fall Nachfolger von Theresa May. Er ist aber sehr, sehr viel beliebter an der Basis und auch sehr, sehr viel beliebter in der Bevölkerung als in der Fraktion der Tories im Unterhaus, die sozusagen den ersten Wahlgang leisten müssen. Ich halte Boris Johnson nicht für unwahrscheinlich, aber auch noch nicht für völlig gesetzt. Wir wissen ja, die Briten mögen ja wetten und die Wettbüros setzen ihn im Moment mit 5-4 als den Spitzenkandidaten, gefolgt von Dominic Raab. Aber Andrea Leadsom oder Esther McVey sind genauso pro-Brexit und genauso zumindest rhetorisch pro-No-Deal. Also der No-Deal wird aber tatsächlich dann auch noch mal ein Stück weit realistischer. Das ist etwas, was diese Persönlichkeiten tatsächlich forcieren. Ja, also zwischen der aktuellen politischen Situation und einem No-Deal-Exit stehen ja noch so ein paar Schritte. Erstens, im Moment ist Wahlkampf für die Nachfolge von Theresa May. Alle vier Kandidaten, die vorne liegen, haben zumindest angezeigt, dass sie für einen No-Deal offen sind. Boris Johnson möchte neu verhandeln, aber sowohl er als auch Dominic Raab haben sich auf den Austritt zum 31. Oktober festgelegt. Ob sie das tun, wenn sie Nachfolger werden, unklar. Geändert hat sich aber eigentlich nichts, weder hat sich die Komplexität des Brexit geändert, noch hat sich die Zusammensetzung des House of Commons geändert, noch ändern sich ja heute Abend die europäischen Regierungen, die diesen Prozess steuern. Es ändert sich das Europäische Parlament, aber nicht die europäischen Regierungen. Noch ändert sich die irisch-irische Grenze, wenn Boris Johnson in Number 10 sitzt. Die Frage ist also wirklich, ob ein No-Deal so einfach ist. Ich glaube, da gibt es zwei Grundfragen. Ist der britische Premierminister willens, das gegen den Willen des House of Commons durchzusetzen? Und zweitens, wie reagiert die EU, wenn das House of Commons No-Deal wählt, der Premierminister aber No-Deal will und Artikel 50 sagt, Austritt nach den demokratischen Prinzipien des Mitgliedslandes? Wird die EU dann zustimmen, dass Großbritannien ohne Deal geht? Ich glaube, das wird noch rechtlich auch ganz interessant, politisch sowieso, aber ich glaube, das wird auch rechtlich noch ganz interessant. Herr Enderlein, glauben Sie, dass die europäischen Regierungschefs und Chefinnen, also auf Seite der Europäischen Union, in irgendeiner Art und Weise ihre Strategie verändern werden in Richtung Brexit? Sie wären sehr schlecht beraten, wenn Sie das tun würden, denn man würde genau das falsche Signal nach Großbritannien senden. In den nächsten Monaten wird es sehr hart werden für die Europäer gegenüber einem neuen Premierminister wie Boris Johnson. Der wird Trump-artig nach Brüssel kommen und sagen, so, May hat schlecht verhandelt, ich zeige euch jetzt mal, wo der Hammer hängt. Und dann muss Europa klar signalisieren, es gibt nur diesen Deal, entweder ihr nehmt den an oder ihr bleibt in der EU oder es gibt keinen Deal. Und das wird man über Monate so fortsetzen, bis man in den Oktober kommt. Und der Oktober ist dann Crunchtime oder die Klippe, auf die man dann mit rasender Geschwindigkeit zufährt. Und dann ist die Frage, wer zuerst den Kompromiss angeht. Und Boris Johnson wird völlig klar sagen, No Deal ist auch okay. Vielleicht kriege ich ja noch einen besseren. Und die Europäer werden sagen, dann halt nicht. Und so wird man, wie Europa so oft, wir erinnern uns an die Grexit-Diskussion und den Euro, wird man auf diese Klippe zu rasen, wie im Film. Und dann muss man gucken, was am Ende passiert. Ich glaube, dass derjenige, der am Ende zuerst blinzeln wird, Boris Johnson sein wird. Denn er weiß, dass dieser No Deal für Großbritannien ein fürchterliches wirtschaftliches Resultat hervorbringen würde. Und deshalb ist die Frage, wie hoch er pokern wird. Aber wir sehen bei Donald Trump, und es gibt gewisse Parallelen, dass man auch mal mit Hochtempo mit dem Kopf durch die Wand möchte und dann
von der Wand zurückgeschleudert wird und danach Kopfschmerzen hat. Ich wünsche das Großbritannien nicht, aber das wird, glaube ich, was im Oktober uns allen ins Haus steht. Und ich hoffe vor allem, dass die 27 dabei einig bleiben werden, weil das nicht so klar ist. Das ist monatelang haben sie es geschafft, wirklich einig aufzutreten gegenüber Großbritannien. Und wir haben ja auch gesehen in den letzten Wochen, dass es etwas schwieriger war. Und insbesondere zwischen Deutschland und Frankreich gab es diesen großen Unterschied. Macron oder Paris wollte da keine Verlängerung, Deutschland aber war dafür. Wir haben eine Einigung gefunden, wie immer so zwischendurch, aber mit dem Druck, der höher werden wird, könnte die Spannung auch größer werden. Also diese Einigkeit, da weiß ich nicht. Für Polen war Brexit ein harter Schlag. Warschau betrachtete London als Hauptverbündeten dieser Regierung. Nicht mehr Deutschland, sondern eben London. Und Warschau versucht einiges verzweifelt, Sonderbeziehungen zu London aufrechtzuerhalten, hofft immer noch auf Verzicht auf Brexit. Wenn es aber zum Brexit kommt und zu diesen harten Verhandlungen, ich bin mir nicht sicher, wie sich Warschau dabei benimmt. Denn London wird immer noch als dieser Hauptverbündete angesehen, mit der gleichen Einstellung gegenüber Europa, drin sein, aber eigentlich außerhalb sein, freie Hand behalten. Also diese Einigkeit, ich weiß es nicht. Was auf jeden Fall sich natürlich ändern wird, ist, dass Boris Johnson ganz klare Brexit-Credentials hat. Das heißt, wenn jemand den Briten einen Kompromiss verkaufen kann, sollte er das denn wollen. Und Boris Johnson blinzelt ja ab und zu mal ganz gerne. Ne? Also so ganz von Anfang an war das ja gar nicht klar, dass er den Brexit überhaupt unterstützen würde. Ist er sicher eher jemand, der sowohl seiner Partei als auch seiner Bevölkerung einen potenziellen Kompromiss verkaufen kann. Auch wenn der Backstop weiterhin Teil dieses Kompromisses ist? Die EU ist ja eigentlich bekannt für Kompromisse und die EU ist bekannt für Kompromisse, die man in unterschiedliche Richtungen verkaufen kann. Ich glaube nicht, dass die EU jetzt die Iren im Regen stehen lässt und den Backstop abschafft, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn es da einen Kompromiss gibt, den Boris Johnson rhetorisch verpackt, gut den Briten und dem Unterhaus verkauft. Es war, glaube ich, am Ende einfach so auf BBC, haben sie gesagt, Theresa May hätte uns die Kronjuwelen versprechen können und wir hätten dagegen gewählt. Also ich glaube, da war einfach so ein Vertrauensverlust in der Bevölkerung und im Parlament. Ich glaube allerdings in Großbritannien ist im Moment die Rhetorik, dieses neue europäische, euroskeptische Parlament und ein neuer euroskeptischer Kommission, die werden schon den Briten entgegenkommen. Ich glaube, das wird sich wahrscheinlich heute Abend wohl nicht bewahrheiten. Aber es ist schon wirklich spannend, dass die so viele Optionen gar nicht mehr auf dem Tisch liegen. Das eine ist, man macht tatsächlich nochmal einen neuen Deal, das würde zulasten Irlands gehen. Und ich glaube, der Druck auf Irland wird zunehmen, beim Backstop doch irgendeinem neuen Kompromiss zuzustimmen. Gerade aus Osteuropa, gerade Polen, auch Deutschland, glaube ich, wird an der Stelle sagen, wenn das die Möglichkeit öffnet, Großbritannien mit einem weichen Deal aus der EU gehen zu lassen, dann würde man das mittragen. Bei Frankreich bin ich mir nicht so sicher. Ich glaube, da ist die harte Linie und die enge Verbindung zu Irland am Ende wichtig. Michel Barnier kennt Irland sehr gut. Er war als Regionalkommissar lange mit Irland befasst. Er hat immer auf der Seite der Iren sich positioniert. Und das wird, ich habe es ja gesagt, ich glaube, es wird spannend in den nächsten Monaten. Der Guardian hat vorgestern geschrieben, Großbritannien braucht jetzt einen, ich zitiere frei, einen Lügner als Premierminister. So jemanden wie Churchill oder Disraeli, der dem Land etwas verkaufen kann, der dem Land etwas verkaufen kann, aufgrund so eines hohen Charismas, das die Bevölkerung annimmt und sagt, das ist ein neuer Deal, obwohl es eigentlich ein alter Deal ist. Und der Guardian hat dann geändert und gesagt, und wenn Boris Johnson diese Person ist, dann nehmen wir ihn gern. Also da merkt man inzwischen, wo wir hinsteuern mit diesem Land. Naja, wahrscheinlich stehen da die Chancen von Boris Johnson höher als die von Theresa May, so traurig es klingt. Sicher, absolut. Jetzt schauen wir mal nach Polen, wenn die aktuellen Zahlen schon da sind. Eine kleine Sekunde dauert es. Auch da ein Kopf-an-Kopf-Rennen, leider noch nicht.
Herr Lipiac, trotzdem, da gibt es das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen der Peace-Partei, also der Regierungspartei, und dem sogenannten pro-europäischen Bündnis, der Europäischen Koalition. Wer konnte da, glauben Sie, in den letzten Tagen noch mehr mobilisieren und warum? Also wir werden auf jeden Fall doppelt so hohe Wahlbeteiligung haben als vor 5 Jahren. Man kann schwer sagen, wem das zugute kommt, wer die Wähler mobilisiert hat. Ich sehe hier eine kleine Gefahr, eine kleine Bewegung, Konföderation, die mit einem sehr heiklen Thema, und zwar Rückgabe des jüdischen Eigentums, von einem Ergebnis von 1-2% auf fast 8% gestiegen ist. Die Frage, ob diese Konföderation ein gutes Ergebnis kriegt, das wäre fatal für das Land, für das Image von Polen. Wir sehen aber, wie das sich weiterentwickelt. Jetzt hat mir Herr Enderlein gerade aus geheimen Quellen schon mal... Es ist 8:55, die Zahlen sind da, sind genau. Noch nicht auf dem Schirm, genau. Genau, schon die ersten Nachwahlbefragungen für Polen herausgegeben. Da liegt die Peace-Partei klar vorne mit ca. 42%, das proeuropäische Bündnis bei 39%. Was ich mich frage, die Polen galten immer als besonders proeuropäisch, Europa zugewandt, natürlich auch aufgrund ihrer Geschichte. Warum konnte die Peace-Partei trotzdem so stark abschneiden? Polen sind weiterhin sehr proeuropäisch, ein europabegeistertes Volk. Die letzten Umfragen sprechen von 91%, die Polens Mitgliedschaft in der Europäischen Union akzeptieren. Mehr als 80% sehen auch ihren persönlichen Vorteil in der Mitgliedschaft. Das Problem beginnt mit der Frage, welches Europa wollen wir? Und es gibt ein großer Teil von Polen stellt sich Europa anders vor, als die Europäische Union im Moment aussieht. Ich habe das schon kurz angesprochen. Europa der Vaterländer, wie zu Zeiten von de Gaulle und Adenauer. Europäische Kommission, die nichts zu sagen hat, die vor allem in solchen Sachen wie Justiz oder moralische Fragen oder Homo-Ehe, das will ein großer Teil der Polen nicht, diese Entwicklung. Man spricht sogar, die jetzige Regierung würde gern die Zeit bis vor die Zeit vor der Aufklärung zurückrollen. Und das ist die Frage, wie soll diese Europäische Union aussehen? Natürlich, was wir hören, dezidiert eben nicht mit entsprechender Solidarität, zum Beispiel in der Asylpolitik, auch nicht mit entsprechenden, sage ich mal, Verordnungen aus Brüssel. Machen Ankündigungen wie die von Macron zu sagen, wir verkleinern den Schengen-Raum notfalls, um uns gegen den Widerstand der Osteuropäer zu stellen, die Europaskeptiker in Polen noch stärker? Ja, eher ganz im Gegenteil. Diese Drohung, Schengen zu verkleinern und die Reisefreiheit zu beschränken, das sind sehr schlechte Nachrichten. Ich sehe von der Entfernung, wie hat Wiosna Frühling abge... 6-6. 6-6. Naja, weniger als wir erwartet haben. Das ist diese Partei, die man mit den deutschen Grünen vergleichen kann, die das Land modernisieren wird. Das heißt, die Reisefreiheit, Bewegungsfreiheit, die Möglichkeit, überall in Europa zu arbeiten, werden alles sehr wichtig angesehen. Nur will man eben keine Einmischung, kein Mitspracherecht
andere Nationen, was das polnische Justizsystem, was diese morale Fragen anbetrifft, die sehr stark von der katholischen Kirche beeinflusst sind. Das heißt aber, ist da tatsächlich auch diese gefühlte Bevormundung, die immer stärker wird, gerade sozusagen von den Westeuropäern ausgerichtet, ist das etwas, was wir vielleicht nicht nur in Polen erkennen, sondern auch in Ungarn mit ähnlich europaskeptischen Zuwächsen? Ja, das stimmt. Und diese Stimmung herrscht vor allem in der jungen Generation, was vielleicht erklären könnte, warum die junge Generation vor allem auf die rechten Parteien stimmt. Wir haben 25 oder 30 Jahre lang all das getan, was uns Brüssel, was uns die alten EU-Staaten angeordnet haben. Das war meistens vernünftig, aber man will, das spüre ich auch, dieses Gefühl, man will nicht mehr belehrt werden. Man hat ein neues Selbstbewusstsein, man will ebenbürtig sein und man hat das Gefühl, die Großen, die Deutschen, die Franzosen, die dominieren die Europäische Union. Der polnische Regierungschef Mateusz Morawiecki hat im Wahlkampf mehrmals wiederholt, die Europäische Union ist nicht mehr die Union der gleichen Staaten. Unser Ziel ist diese Gleichheit, diese Ebenbürtigkeit aller, auch kleiner Staaten, wie das zu Zeiten von Helmut Kohl war, wiederherzustellen. Wir fühlen uns gegängelt, wir fühlen uns belehrt und das wollen wir nicht mehr hinnehmen. Herr Enderlein, ein Blick nach Österreich und unser Nachbarland. Da gab es viel Tumult mit Hinblick auf die Ibiza-Affäre von dem Parteivorsitzenden Strache der FPÖ. Sie sind klar abgestraft worden. Bei den letzten Wahlen haben Sie 24% noch bekommen. Jetzt sind es nur noch 17. Die ÖVP hingegen konnte zulegen im Vergleich zur Wahl 2014, liegt jetzt bei 34%. Hat es Sebastian Kurz also doch gar nicht so geschadet, sich mit den Rechten einzulassen? Gut, Österreich, was man hier sieht, ist, dass zwischen der ÖVP und der FPÖ wahrscheinlich eine Stimmenwanderung stattgefunden hat. Dass einige FPÖ-Wähler gesagt haben, dann wähle ich eben die ÖVP. Was mich in Österreich eher überrascht hat, ist, dass das nicht stärker in die Richtung von SPÖ und Grünen gegangen ist. Die Grünen sind mit 13,5 jetzt nicht so, dass man wie in Deutschland jubeln kann und die SPÖ mit den 23,5 auch nicht. Es wird morgen den Misstrauensantrag geben, davon gehe ich aus. Ich gehe auch davon aus, dass der durchgeht. Das heißt, dass man Wahlen bekommen wird in Österreich. Und dann stellt sich natürlich bei so einem Ergebnis, wenn das dann repliziert wird, stellt sich relativ schnell die Frage, wer kann regieren? Und da gibt es eigentlich nur eine Antwort drauf. Das ist wahrscheinlich wieder die Große Koalition in Österreich mit ÖVP und SPÖ. Österreichische Verhältnisse, würde man hier sagen. Und ich glaube nicht, dass das unbedingt der richtige Weg ist. Man muss gucken, ÖVP, Grüne wäre natürlich möglich. NEOS ist relativ stark hier. Das ist diese Macron-artige oder ist schwer einzuordnen, eher so eine junge, Volt-artige proeuropäische Partei, NEOS, sehr, sehr stark pro-Business gleichzeitig. Also es ist eine spannende Neukonfiguration. Vielleicht noch ein Satz zu Frankreich, der mir vorhin wichtig war, weil jetzt gerade die Zahlen reinkommen der französischen Nachwahlbefragungen. Für Macron oder Macrons Partei in Frankreich haben tatsächlich nur 13,5% der 25- bis 34-Jährigen gestimmt. Und daran merkt man, dass Macrons Partei, also En Marche, keine Sammlungsbewegung für junge Leute ist. Die Grünen sind mit 22% in dem Bereich sehr stark, aber die stärkste Partei in Frankreich unter den 25- bis 34-Jährigen ist Le Pens Rassemblement National. Und das ist eine wirkliche Schwierigkeit in diesem Land. Das ist eine wirkliche Schwierigkeit. Und wir sehen es ja auch bei uns in Deutschland mit Blick auf die AfD. Die AfD hat es geschafft, die sozialen Netzwerke für sich zu reklamieren. Da muss man ganz klar erkennen, die etablierten Parteien haben das versäumt. Sie wissen jetzt nicht mehr, wie damit umzugehen ist. Die Grünen schaffen es ein bisschen. Ist es ähnlich in Frankreich, Frau Demesmay? Ja, also das hat natürlich mit der Art und Weise zu kommunizieren
Politik zu machen. Soziale Medien natürlich, auch eine andere Sprache, eine vielleicht frechere Sprache, direkte Sprache. Das ist eine Erklärung, aber das ist nicht die einzige in Frankreich. Ich denke, diese auch viele Schwierigkeiten von jungen Menschen, die Arbeitslosigkeit unter Jugendlichen ist in Frankreich hoch. Viele junge Menschen haben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt und fühlen sich auch abgehängt. Und es sind Parteien, Protestparteien, die sie auch ansprechen. Wie vorhin gesagt, nicht alle junge Menschen natürlich, aber diese Generationsfrage ist zentral. Und bis jetzt haben die etablierten Parteien, und wir haben von Macrons Partei gesprochen, wir haben nicht von den Konservativen gesprochen, wir haben auch nicht von den Sozialisten gesprochen, also eigentlich von den großen Parteien von gestern. Sie haben extrem schlechte Ergebnisse. Und es sind Parteien, die junge Menschen in der Tat mit den Lösungen auch von gestern nicht mehr wirklich schaffen, sie anzusprechen. Frau Reh, liegt es vielleicht auch daran, dass die EU mit ihrem Wohlstandsversprechen eigentlich nicht mehr liefern kann, gerade nicht bei der jungen Bevölkerung? Also mit Hinblick auf die krisengebeutelten Staaten Südeuropas, die massenhafte Jugendarbeitslosigkeit, die große Frage, die dann entsteht, was kann mir diese EU eigentlich noch bringen? Und was müsste das neue Versprechen sein? Ich glaube, da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Die EU, wie wir wissen, lieben wenige Menschen die EU. Die EU hat sozusagen schwache Quellen von Legitimität, wenn es um emotionale Unterstützung geht, wenn es um demokratische Unterstützung geht. Und wenn der EU auch noch der sogenannte Output wegbricht, dann wird es wirklich schwierig für die Europäische Union, bei den Bürgern und Bürgerinnen weiterhin anzukommen. Und das ist natürlich besonders schwer im Nachklang der Euro-Krise. Ich denke, dass der Klimawandel auch vor dem Hinblick ein guter Punkt ist, weil Bürgerinnen und Bürgern klar wird oder jungen Wählern klar wird, das ist etwas, wo die EU gemeinsam mit 27, 28 Staaten handeln kann und wo die EU liefern kann in einem Bereich, der eben nicht Wohlstand ist, sondern ein anderes Thema, aber natürlich auch Wohlstand langfristig betreffen wird. Frau Reh, jetzt sehen wir hier auch die aktuelle Prognose für die Sitzverteilung im Europäischen Parlament. Und wie vermutet, sieht es so aus, dass die Volksparteien, also die EVP und die Sozialdemokraten, die absolute Mehrheit nicht mehr erreichen werden. Die ALDE-Partei ist die ALDE-Fraktion ist sehr stark bei jetzt 102 Sitzen. Wird also ein Dreierbündnis gemeinsam dann mit der ALDE-Fraktion, Macrons Partei, immer wahrscheinlicher? Also wir haben ja im Vorfeld sehr viel darüber gehört, dass die Große Koalition in Anführungszeichen im Europaparlament ihre absolute Mehrheit verlieren wird. Sieht aus, als wäre das eingetreten. Wenn wir uns jetzt allerdings die alltägliche Politik im Europaparlament anschauen, dann ist das Europäische Parlament ohnehin schon von Superkoalitionen bestimmt. In sehr vielen Fällen wählen zum Beispiel zusammen die Mitte-Rechts, Mitte-Links und ALDE haben ohnehin schon zusammen gewählt. In bestimmten Themenbereichen haben wir Koalitionen gesehen aus den europäischen Konservativen und Reformern, also der Gruppe von PiS und von den Tories, zusammen mit der EVP und ALDE, zum Beispiel im Bereich Handel, zum Beispiel im Bereich Eurozone. Wiederum haben wir bei anderen Themenbereichen gesehen, dass die Linke zusammengewählt hat. Grüne, harte Linke, S&D, also Sozialdemokraten und auch ALDE. Also wir haben im Europaparlament es nicht so, dass bis jetzt wirklich bei allen Abstimmungen die EVP und die S&D zusammengestimmt haben. Ja. Und ich denke, auch im Hinblick auf die Euroskeptiker, ja, es wird eine große euroskeptische Gruppe von Abgeordneten geben. Aber erstens gab es die schon im jetzigen Parlament oder in dem Parlament, das jetzt geht. Die Parteien sind gewohnt, im Europaparlament in großen Koalitionen gegen die Euroskeptiker Gesetze zu verabschieden. Ich glaube, dass es vielleicht schwieriger wird, weil die Mehrheiten noch größer sein müssen und vielleicht die oder Hinterbänkler größere Macht haben werden, weil es auf weniger Stimmen ankommt. Ja. Frau Reh, Sie haben es gerade angesprochen, die euroskeptischen, rechtspopulistischen, teilweise auch Parteien haben stark zugelegt. Sie werden wahrscheinlich sogar um die 24% dann stellen nach der aktuellen Prognose. Wie groß ist denn die Gefahr einer sogenannten Blockbildung durch einen Zusammenschluss dieser euroskeptischen Fraktionen?
Also ich persönlich halte die Gefahr, dass die Euroskeptiker das Europaparlament wirklich fundamental durchrütteln, für überhöht. Und zwar aus drei Gründen. Erstens sind die Euroskeptiker ja wirklich nicht über einen Kamm zu scheren. Also zwischen den Konservativen und Reformern, von den Tories gegründet, den Euroskeptikern à la UKIP und der harten Rechten von Le Pen, Salvini und der AfD liegen ja doch noch gerade. Also die ECR und die Hartrechte wird nicht zusammengehen. Erstens. Zweitens müssen diese drei Parteien erstmal Themen finden, die sie vereinen. Wenn wir an Russland denken, wenn wir an Umverteilung denken, wenn wir an Flüchtlingspolitik denken, sehe ich nicht unbedingt so den ganz leichten Zusammenschluss zwischen Italien, Griechenland, Deutschland, Italien, Deutschland zum Beispiel. Und drittens, wenn wir uns das Abstimmungsverhalten anschauen dieser Parteien, das sind die unkohärentesten Parteien im Europaparlament. Die kohärenteste Partei, alle Gruppen bestehen ja aus vielen nationalen Parteien, ist die EVP. Die am wenigsten kohärent Abstimmende ist das Europa, Europe of Freedom and Direct Democracy, also die Gruppe von UKIP geführt. Und als letzten Punkt, die Euroskeptiker müssen, wenn sie das Europaparlament wirklich durcheinanderbringen wollen, jenseits von Lärm machen im Plenum, einfach mal auftauchen, mitarbeiten, in Ausschüsse kommen. Das Europäische Parlament ist ein Arbeitsparlament. Ich möchte das jetzt nicht kleinreden, aber ich sehe im Alltagsgeschäft des Parlaments die Euroskeptiker nicht als einen Block, nicht als einen kohärenten Block und nicht als arbeitenden Block. Nur als Beispiel zur Bestätigung. Salvini hat sich sehr bemüht um Kaczynski, um gemeinsame Sachen mit ihm zu machen. Daraus wird nichts. Da gibt es mehrere Themen wie Russland, Politik gegenüber Russland, aber auch Geschichtspolitik. Und wenn jemand Mussolini gut findet, der kann in Polen auf keine Zusammenarbeit rechnen. Herr Enderlein, doch was bei all den sozusagen Unterschieden dieser Fraktionen ja eint, ist Ihre Kritik an dem durchaus vielleicht in Teilen berechtigten Demokratiedefizit der EU. Ralf Dahrendorf soll gesagt bzw. geschrieben haben 2003, wenn die EU um Mitgliedschaft in der EU suchen würde, müsste sie wegen ihres Mangels an demokratischer Ordnung abgewiesen werden. Stimmen Sie dieser Beobachtung zu? Nein. Weil? Nein, das Europäische Parlament ist nach allen objektiven Einschätzungen eines der wichtigsten Parlamente mit allen Prärogativen, die ein Parlament in einer Demokratie haben sollte. Insofern, es liegt nicht daran, dass das Parlament nicht die Rechte hat, sondern dass die politische Diskussion dazu führt, dass wir einen sehr heterogenen Komplex im Parlament haben, der dann eben, Christine Rehr hat das gerade sehr detailreich beschrieben, diese Abstimmungen nicht so klar und offensichtlich macht, wie das vielleicht im Bundestag der Fall ist. Aber das sollte uns nicht abhalten. Wir haben es hier mit einer Wahl zu tun, die mehrere hundert Millionen Menschen zusammenbringt. Und dass man das am Ende reduziert auf eine Tabelle, wie sie jetzt hier auf dem Schirm zu sehen ist, das zeigt uns doch auch irgendwo, diese Demokratie funktioniert. Und vielleicht ist jetzt der Moment, wo man sich auch mal die Zahlen ein bisschen angucken kann und sein schlechtes Kopfrechnen unter Beweis stellen kann am frühen Abend. Die Parlamentsmehrheit liegt bei 376 Sitzen. Das heißt, wenn ich jetzt anschaue, wie die Zusammensetzung im Augenblick ist, dann ist S&D 26 Sitze hinter der EVP. Von den 26 Sitzen muss man wahrscheinlich 11 oder 12 oder 13 von Orbán abziehen, durch die man sich im Augenblick nicht man will eine absolute Mehrheit nicht oder die Mehrheit der größten Fraktionen nicht von Orbán abhängig machen. Dann ist man ungefähr bei 160 in dem Bereich. Wenn S&D Syriza, also die Tsipras-Partei, noch an Bord bringt, das sind noch mal 6 Sitze, dann sind die irgendwo Anfang 50, wobei der Labour dabei ist. Und jeder wird sagen, die S&D-Fraktion ist künstlich aufgeblasen, weil Labour da drin ist. Die Tories sind ja bei der EVP nicht enthalten. Das ist, glaube ich, eine interessante Information hier. Also in den konservativen Kreisen hatte man große Angst, dass die S&D-Fraktion mit Labour am Ende sogar die stärkste Fraktion werden könnte und damit Webers Anspruch auf die Kommissionspräsidentschaft in Frage stellt. So wie das Ergebnis im Augenblick ist, wenn sich das bestätigt, wenn jetzt noch Italien dazukommt, glaube ich, wird man bei der EVP einmal tief durchatmen und sagen, selbst ohne Fidesz reicht es und damit sind wir ganz gut positioniert. Die zweite wichtige Nachricht, die jetzt in dieser Tabelle enthalten ist, dass EVP, S&D und ALDE gemeinsam auf ungefähr 425 Sitze kommen. Das sind ungefähr 50 über den Durst.
Und die Diskussion, die in Brüssel seit Tagen geführt wird, ist, wie viel über den Durst braucht man, um sicherzustellen, dass diese große Koalition, diese ganz große Koalition mit ALDE, nicht auch noch die Grünen braucht. Wenn ich die Grünen dazu rechne, dann habe ich noch mal 70 Stimmen, dann bin ich weit über einer absoluten Mehrheit. In Deutschland würde das in keinem nationalen oder Landesparlament stattfinden. Sie werden nie einen Koalitionspartner an Bord holen, den Sie nicht unbedingt brauchen. Und in Brüssel ist eben viel darüber debattiert worden in den letzten Tagen, nehmen wir die Grünen noch mit, nehmen wir sie nicht mit. Vielleicht, und das ist die letzte Botschaft, reicht es aber auch, oder im Augenblick reicht es auch, für eine Koalition aus EVP, S&D und Grüne, das natürlich den Preis dann irgendwie hochtreibt. Ich glaube nicht, dass die politisch realistisch ist, aber es ist eine interessante Konfiguration, die sich jetzt ergibt. Ich glaube, bei der letzten Europawahl haben alle Europäer das deutsche Wort Spitzenkandidat gelernt. Ich glaube, bei dieser Europawahl werden alle Europäer das deutsche Wort Koalitionsvertrag lernen. Trotzdem noch mal gefragt, Ms. May, war es ein Fehler, die durchaus auch legitime Kritik an der EU den Rechtspopulisten zu überlassen, und rächt sich das ein Stück weit jetzt? Also ich finde persönlich problematisch zu sagen, es gibt auf der einen Seite die Populisten, die Euroskeptiker, und auf der anderen Seite die Demokraten, die Netten sozusagen. Ich denke, wir brauchen auch eine Debatte über den Europakurs innerhalb oder unter den proeuropäischen Parteien, um diese ganze Europadiskussion zu politisieren. Also das ist nicht nur schwarz-weiß. Es gibt ganz viele Entscheidungen zu treffen, wo sich die proeuropäischen Parteien gar nicht einig sind. Und wir dürfen nicht so tun, als wäre das nicht der Fall und als würden wir alle das Gleiche denken. Und ich denke, das ist wirklich ein zentrales Element, um einfach die europäische Demokratie zu stärken und zu beleben. Und jetzt mit dieser Wahlbeteiligung, wie wir sie in schon vielen europäischen Ländern haben, das ist eine Ermutigung, auch in diese Richtung zu gehen. Ich würde das absolut unterschreiben. Und wenn wir uns die Spitzenkandidatendebatte angeschaut haben, dann fand ich, dass Abgeordnete Sarrazil sich extrem gut geschlagen hat und eine Stimme vertreten hat, die in solche Debatten gehört. Was wir nur gesehen haben, ist, dass euroskeptische Parteien, wie die frühe AfD zum Beispiel oder auch UKIP, ganz hart nach rechts gerückt sind. Und was wir wirklich wenig haben, ist konstruktiver Euroskeptizismus. Und da, finde ich, hat in der Spitzenkandidatendebatte auch im Hinblick auf die Rolle der Mitgliedstaaten Herr Zahradil eine wirklich wichtige Rolle gespielt, meines Erachtens. Diese Stimmen müssen auch gehört werden. Die müssen auch gehört werden, das hört sich doch schön an. Wir müssen politisieren. Vielleicht war der heutige Tag, die hohe Wahlbeteiligung bei der Europawahl, ja schon ein Anfang dahin. Ich bedanke mich sehr für die Diskussion. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Ihnen auch. Ich bedanke mich bei Ihnen, dem Publikum und bei unseren Arte-Zuschauern. Und ich wünsche Ihnen noch einen spannenden und lebhaften Wahlabend.